vom Spark of Phoenix, wo du eine echte Eisenbahn, also eine richtig, also sieht schon richtig nach Eisenbahn aus, kannst du in Vanilla Minecraft fahren lassen ohne Mods. Eine was? Eine Eisenbahn. Ein Zug? Ja, einen Zug. Du kannst dich da sogar reinsetzen, kannst Waggons dran machen und alles. Also wie eine Mod, bloß dass es halt eben ohne Mod ist. Digga, ich baue das, Mann. Ich schwör, ich baue das. Aber da, ich bin Lokführer, Mann. Ja, hab ich schon zu Marcel gesagt, wir bauen die Strecke halt und dann machen wir uns dieses Ding rein, weil es ist ohne Mod. Es geht in jeder Version ab der 1.10, also. Wir spielen ja hier, ne? Wir spielen ja hier auf der 1.10. Auf der 1.10.2. Ich hab das Haus schon fertig gebaut. Du ist auch schon drin. Und jetzt muss bloß irgendwann einer reinlatschen. Oder ich mach wieder mein Special Trick. Warte mal, da drin sind alles Bibliothekare. Ja, lass die mal da drin, die sind. Ja, ja, ich lass die da drin. Von wo wär's der näherste Weg von dem da? Ist der da drin? Nee. Fischer. Nee. Der Fischer-Typ steht einfach vor der Haustür, Mann. Der geht nicht mal in sein. Der geht nicht mal in sein Haus rein. Rein? Der Fleischer, der wohnt ja da auch nicht. Ah, Fleischer. Ja, egal, warum steht er denn da sonst keine da? Ahnung. Geh mal da rein. Ich lese Fischer mal. Aber wir haben so viele Häuser, die leer stehen. Und dann im einen Haus sind wieder voll viele. Weil sich die meisten Villager halt eben immer in einem Haus verkriechen. So, Karotten. Was sind die anderen sonst alle bitte? Da stehen zwei. Ist da auch einer? Da ist auch einer. Der Geistliche. Ey, der Geistliche hat ein eigenes Schloss und er geht in irgendeine Hütte rein. Was haben die für ein Problem? Eigentlich haben die mal geschrieben, dass sie das gefixt haben, dass der Geistliche halt auch immer in die Kirche geht und so weiter, aber irgendwie ja anscheinend nicht. Nee. Und ich denke mir halt nur so, ja gut, ist mir dann auch egal, dann halt nicht. Ich meine, solange die Villager überhaupt irgendwie mal reingehen und nicht draußen rumrennen und sterben, was sie auch machen. Mhm. Ah naja, ich glaube, ich habe mal Bock auf einen Kuchen. Können wir uns auch selber genau, ich kaufe mir einen Kuchen vom Villager, was ist, sofort Angebot abgelaufen. Handle etwas anderes für ein neues Angebot, ja, am Arsch. Aha. Toll. Nee, nee, du. Ich glaube, ich habe die 3D-Models gar nicht drin. Warte mal, den. Nee, den stelle ich hier nicht hin. Den packen wir jetzt erstmal in eine Essenskiste. Nee, die Kartoffeln, die behalte ich. Das weg. Kartoffeln. Karotten. Ja, meinetwegen auch die Weizenkörner. So, dann das Papier weg. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen was am Haus, würde ich sagen. Ich renne ja jetzt eigentlich schon wieder hauptsächlich rum und mache eigentlich nichts Konkretes. Geh mal schlafen. Kann ich auch machen gleich, ja. Da hatte ich wieder gerade einen Hänger drin. Ich weiß auch nicht, warum Minecraft immer so einen Hänger drin hat. Ich weiß es nicht. Da hast du jetzt schon eine GTX 1070 drin, kannst VR-Gaming machen mit deinem Rechner. Nö, juckt Minecraft nicht, trotzdem scheiße. Gut, dann passt das eigentlich soweit. Dann gehen wir mal kurz pennen. Gut's Nächtle. Ach ja, hier in unserem Anime-Haus. Weißt du, wir müssen eigentlich irgendwie mal so einen Schrein machen, wo wir alle Bilder mal aufhängen. So ein Anime-Bilderschrein. Das wäre doch was, oder? Was meinst du dazu, Black? Was? Mein Headset hat gesponnen, ich hab's kurz runtergetan. So, wir müssten so einen Schrein bauen, mal wo wir alle Bilder aufhängen. Ein Schrein? Können wir machen. Ich wollte noch das Papier ablegen, genau. So, dann brauche ich ein Buch.
Auf die Silk Eggs könnte ich es auch drauf machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, da lohnt sich das gar nicht, Reparatur. Weil so krass wird die jetzt nicht benutzt. Ich weiß nicht, das Dach sieht ein bisschen abstrakt aus, Black. Ja, Digga, warte mal. Ja, ich warte. Der Bauer. Das wichtige, wichtigere ist. Und Reparatur. Gut, Digga, hol den Typen raus. Komm, geh. Ich glaube, der hat keinen Bock. Der steht in der Ecke, geh weg. Ja, den aus der Ecke da rauszukriegen ist schon fast unmöglich. Sagt wer? Sagen viele. Unter anderem auch Osterhasen und Weihnachtsmänner. Abwarten und Tee trinken, bis er sich bewegt. Ich meine, Osterhasen haben wir ja hier, ne? Zählen nur noch die Weihnachtsmänner. Wir müssten mal so eine Weihnachtsmann-Mod installieren. Das wäre doch mal was. Na gut, wir rüsten die Axt aus. Wir haben unser Buch mit Reparatur. Gehen wir mal runter in den Keller. So, ich bin fertig. Die Tür ist offen. Wenn der Typ rausgeht, dann kann er nur ins Haus gehen. Anderer Weg gibt's nicht. Machen wir hier auf die Silke auch noch Reparatur drauf. 3. Erfahrungskosten 3. Gut, der Typ ist reingegangen. Ich lasse ihn jetzt der Typ drin. Ich mach die Tür zu. Ja, wenn er reingeht, dann ist es ja offiziell anerkannt. Okay, gut, dann baue ich wieder ab. So, dann schauen wir mal, wie machen wir denn mal unser Zuhause hier. Oder war noch Hühnchen drin? Jetzt habe ich gerade EP verschwendet. Das warum sieht mein Dach extra? Wie hast du gesagt? Wie sieht mein Dach aus? Abstrakt. Lass das so. Was gefällt dir da nicht? Weiß ich nicht. Weißt du, weil es aussieht so wie so ein Hut? Ja, ja. Toll. Ja. Ich bin kaputt gemacht. Wollte ich auch. Das sieht hier so. Ich könnte es 1:1 verlängern, aber. Dann sieht es genauso wie da aus. Naja, wenn es dir gefällt. Gefällt. Ja, mir gefällt. Gefällt's dir so? Ja, wenn es euch so gefallen tun, dann lassen es halt so. Genau, so lassen machen wir. Gut. Hauptsache Fackeln stehen oben drauf. Ja, weil es nicht ausgeleuchtet ist oben. Ich brauch Dings. Ist nicht ausgeleuchtet, dann musst du erst hier unten eine Fackel hinstellen. So. Ja, aber oben muss ich Slabs tun. Oder Slabs setzen oder irgendwas. Ja, nee, du hast doch die Ausleuchtungsmod mit F4. Hab ich doch hier oben ausgeleuchtet mit der F4-Mod. Naja, ist doch ausgeleuchtet. Ja, ja. Du hast hier unten, hier war nicht ausgeleuchtet. Hier unten. Hier ist so durchläufst. Ach, das macht nichts. Haus der Bibliothekare. Das gehört so. Guck mal, hier ist auch wieder einer drin, der Fleischer. So, was können wir noch bauen? Ich habe irgendwie Bock auf irgendwas zu bauen. Irgendwas. Ich baue eine Kuh. Eine Kuhfarm. Wo ich richtig viele Kühe reinstecke und die töte ich dann. Ja. Wir wollten ja auch eine Bratmaschine bauen, also wo man halt eben Kühe züchtet und dann werden die durch Feuer gekillt. Das wollte ich ja eigentlich mit den Magma-Blöcken machen, aber dann habe ich festgestellt, dass die Magma-Blöcke nur Schaden machen, aber das
Viech nicht in Brand setzen. Also das heißt, die sterben halt einfach so ohne Feuerschaden. Das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, die Magma-Blöcke machen Feuerschaden. Aber machen sie nicht. Das finde ich sehr schade. So, dann bauen wir mal hier in unserem Haus, ne? Ich wollte ja schon immer mal so einen schönen Esstisch haben, ne? Ja, das ist meine Diamantschaufel. Die wollte ich mal umbenennen. Und da wollte ich eine Reparatur drauf machen. Was ist denn da los? Ach stimmt, ich habe ja irgendwie meine Diamantschaufel mit dem... ich habe die irgendwie verschlammt, glaube ich. Ich habe die irgendwie verschlammt, da war ja was. Oder die war weg, ich habe keine Ahnung, habe die verloren. Ich mache mir eine neue einfach. Bibliothekar 5. Wo bist du? Da hinten im Eck. Ach, da brauchen wir noch ein Buch. Mann, ich bin noch wieder mal so ein Vogel, ey. Vögel. Irgendwann installiere ich mir echt noch hier das ME-System. Wenn ich irgendwo bin, dann habe ich hier direkt immer alles am Start. Das ME-System. Das wäre voll geil. Aber wäre sau viel Arbeit. Ja, müssen wir erstmal neue Chunks generieren und die ganze Scheiße abbauen und dann... Oh, ohne Quarry-Mod, Alter. Wenn du manuell farmen musst, dann bist du echt am Farmen. Dann brauchst du ja noch eine Strom-Mod. Dann müssen wir noch mindestens Thermal-Expansion mit reinhauen. Digga, ich weiß, was ich mache. Ich mache außerhalb von unserem Gebiet mache ich ein Feld, ein größeres Feld. Da pflanze ich Weizen und so Sachen an. Ja, wir könnten ja noch so eine große Erntemaschine bauen. Ja, aber das ist nicht so. Das ist so neu, Digga. Ich will Oldschool, Mann. Ich will ein altes Feld. Alte Schule. Alte Schule, Digga. Oh, alte Schule will Black machen. Genau so will ich das machen. Weißt du, wir brauchen immer Weizen und Weizen kann man nie genug haben. Du rauchst doch eh alles weg. Das Weizen kommt dahin, wo Black am nächsten ist. So, ich brauch ganz viel Zaun. Schaufelradbagger, natürlich, ich hatte eine Schaufel, die Schaufelradbagger. Ich verstehe nicht, warum die weggekommen ist. Wegen Bambus. Bestimmt wegen Bambus. Tja. Wird schon so stimmen, ne? Wie sieht's denn mit Eisen aus? Oh, Eisen, müssen wir ein bisschen sparsam sein. Komm, wir machen mal eine Schaufel aus Gold. Ich will einfach mal eine Schaufel aus Gold machen. Ja, Herzflimmern von der Musik, ey. Goldschaufel. Die hau jetzt Black um die Ohren. Ba, 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 ba. Ja. Jetzt ist sie kaputt. Alter, die Goldschaufel hat nur 33 Haltbarkeit. Da müssten wir mal Haltbarkeit drauf enchanten. Die baut aber schnell ab, du. Alter, eine Goldschaufel, Effizienz 5 und dann auch noch Eile, ey. Dann baust du aber richtig ab. Da baust du ab wie Rakete, Digga. Ey, da baust du richtig ab. Ey, gib mir dein Ding da, wo man die Felder repariert. Mach dir doch eine Hacke einfach. Nee, Mann, bin zu faul. Ach, das ist die da liegt. Die liegt da bei deinem Hund. Okay. Ach ja, und kannst du deine Hunde mit rausnehmen? Warum? Ja, nur für den Fall, dass ich hier mal was umbauen will, dass die nicht irgendwie... Okay, ich hab hier ein Smaragd hingetan. Nimm da mal mit. So, DJ kommt mit, Rex kommt mit, Diamond kommt mit. Genau. Zeus. Sind alle vier. Du kannst sie ja mal hochtun in dein Baumhaus, wenn du willst. Was soll denn die Baumhaus tun? Da ist zu wenig Platz.
Schade, ich habe gehofft, ich krieg die Hunde endlich aus dem Haus. Die kacken mir hier als die Hütte voll. War mir klar, dass du das willst. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das brauche ich in Eimer. Mac hat die ganze Situation durchschaut. Na klar, hab ich sie durchschaut, bin ja nicht blöd. Hast du einen Eimer für mich? Klebrige Ach, Kolben. Hab einen Eimer. Ich will doch keine klebrigen Kolben. Wieso haben wir klebrige Kolben übrig? Haben wir in deinem Farm nicht genug verbaut? Weil wegen Bambus. Brauchen wir Holz. Brüder, jetzt liegen da Türen rum, was ist denn hier los? Dann brauchen wir noch Eisen. Holzstone, Hammer, brauchen wir noch Cobblestone. Kolben. Digga, wie sortiere ich nochmal mein Ding? Mein Menü? Da du meine Einstellungen hast mit C. Ach so, mit C, weil ich sonst immer auf R hatte. Jetzt ist ein Hund von dir in der Grube gefallen. Hä?